Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Bevor wir zu den Nachrichten, zu den Kurzmeldungen kommen, natürlich noch einige Hinweise zum Programm. Unter anderem auch diese Nachricht müssen wir leider heute auch verkünden. Die Inzidenz im Landkreis Oder-Spree ist mittlerweile bei 866,8 und ein trauriger Rekord. Seit Pandemiebeginn haben mittlerweile 400 Menschen den Tod gefunden in dieser Pandemie, also 400 im Landkreis Oder-Spree seit Ausbruch der Pandemie. Dann gibt es noch einen Hinweis der Polizei, denn die bittet um Mithilfe. Sind in Fürstenberg am 12. Januar, es war der Mittwoch, zwei Männer unterwegs mit ihrem Hund gewesen, als sie Hilferufe in Fürstenberg gehört haben. Sie erreichten dann ein junges Mädchen und sahen, dass ein Mann flüchtete, der die 15-Jährige bedrängt hatte. Bereits in der Regionalbahn wurde diese 15-Jährige von zwei unbekannten Männern angesprochen und vom Bahnhof aus zunächst verfolgt. Die zwei Zeugen, die dem Mädchen zur Hilfe kamen, werden jetzt gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Eisenhüttenstadt unter 03364 42500 zu melden oder direkt mal bei der Wache dann vorbeigehen. Es werden sicherlich wichtige Informationen zu diesem Fall benötigt. Und wenn Sie weitere Polizeinachrichten nachlesen wollen, dann können Sie das auf osftv.de. Dort sind die Nachrichten immer aktuell. Soweit erst einmal der Hinweis. Heute gibt es dann noch verschiedene Formate, unter anderem auch unser Kinomagazin. Und wir begeben uns jetzt in den Bereich der Kurzmeldung.